So, und da sind wir auch schon direkt drin im Spiel. Ihr seht schon, der Anfang ist schon passiert. Die ersten 40 Sekunden haben wir schon hinter uns. Wir haben hier einen, wie heißt der nochmal? Skeddy. Skeddy gegen Dafong. Skeddy gegen Dafong, und zwar hier mit Snake. Mit Snake, das war Brawler. Der Mii Brawler, interessant. Eine der Charaktere, die ich auch sehr gerne spiele. Wir haben hier als Moveset haben wir den Command Grab. Und welche Special Moves haben wir hier noch? Ich glaube, die Abby ist die nach oben, die Faust. Oh ja, das ist, da ist sie. Da ist es auch. So schnelle zwei Stocks. Ja, gerade wenn man den Gegner schön in der Luft hält, ist das ganz schnell ein Stock weg. Der Snake hier bis jetzt relativ chancenlos gegen den Mii-Brawler tatsächlich. Was interessant ist, also Skeddy bisher eigentlich ziemlich gut gespielt, hat eben gegen Squallin gewonnen, der ja auch gegen Dafong gewonnen hat, wiederum. Also genau das, worüber wir gerade, also eben noch geredet haben, könnte hier eintreten, dass so ein, ja, dass man nicht so ganz weiß, wer Erster und Zweiter in diesem Pool werden und wer Dritter wird, weil drei Leute einfach jeweils eine Niederlage haben. Also ihr könnt euch gerade für Skeddy jetzt auch so ein bisschen entscheiden und auch für Dafong. Wer von beiden jetzt die Führung übernimmt. Oh, da schafft er nicht die Recovery. Sehr schön von Skeddy. Ihn gehittet währenddessen. Da wird, wie ich gelernt habe, das hier heißt gesex-kickt, habe ich es mir sagen lassen. Was genau? Ich weiß ja auch nicht, was das bedeutet. Ich höre das manchmal nur. Das ist, glaube ich, dieser Neutral-Air-Kick. Ach so, okay. Habe ich mir von meinen Geschwistern sagen lassen. Die sind ja wesentlich tiefer drin im Spiel. Aber da war es das auch schon. Der Mii Brawler relativ eindeutig von Dafong hier gegen den Snake, würde ich sagen. Ja, 1-0 und es war auch nicht knapp. Es hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht. Der braucht diesen Win auch. Also, wenn er hier gegen Skeddy verlieren sollte, ist er auf jeden Fall draußen. Beziehungsweise er oder Squallin, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube aber, er wäre praktisch even mit Squallin. Und dadurch, dass er gegen ihn verloren hat, wäre Squallin weiter. Das heißt, Dafong braucht hier auf jeden Fall das 2-0 oder 2-1 zumindest, um hier weiterzukommen. Wenn es jetzt 2-1 wird, also das Ding ist, Skeddy hat auf jeden Fall zwei oder drei Sets 2-1 nur gewonnen. Das heißt, er hat auf jeden Fall ein paar Niederlagen mehr als die anderen beiden. Deswegen ist das, glaube ich, für ihn hier gerade scary, obwohl er noch kein einziges Set verloren hat. Oh. Ja, das könnte sich jetzt eventuell ändern. Dafong ja im ersten Game sehr stark gewesen, aber jetzt das zweite fängt zumindest wesentlich ausgeglichener an. Ja. Dafong hat ja auch bei Valhalla eine sehr gute Leistung erbracht. Ich glaube, es ist der 9. geworden oder 13. Richtig gut, also von mehr als 100 Leuten. Das ist schon nicht schlecht. Mal gucken, ob er das hier auch wieder abrufen kann, die Leistung mit seinem Mii Brawler. Oh, da wird auf dem Kopf gesprungen, habe ich mir auch sagen lassen, ist so der maximale Disrespect, den man so in Smash machen kann. Ja, passiert aber auch öfter mal einfach aus Zufall. Oh, da hat er ihn erwischt. Mit der Killt aber noch nicht. Ja, interessant, ich hätte gedacht, das tötet ihn schon. Normalerweise ist das ja ein Move, der sehr, sehr früh auch tötet. Aber in diesem Fall noch nicht, da fliegen die Granaten. Oh. Ja, das hätte sein können gerade. War nicht gerade ganz getroffen. Und da kommt die Nikita. Okay. Das war es auch noch nicht. Oh. Mal gucken, kann er hier ihn von der Stage halten? Schöner Kick. Diesmal recovert er von oben und wird direkt erwischt. Da ist der Up-Special halt wirklich gemacht für, wenn Leute hoch in der Luft sind, sie dann einfach wegzuschlagen. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Der Snakey auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Projektilen am Spam, aber das ist ja auch so ein bisschen das, was den Charakter ausmacht. Und da schafft er es, stocktechnisch auszugleichen. Mal gucken, ob dieses Spiel jetzt spannender wird als das erste. Das erste ja sehr eindeutig für Dafong, aber bis jetzt sieht es auf jeden Fall sehr viel knapper aus. Skeddy jetzt aber schon wieder im leichten Prozente-Nachteil. Aber das heißt ja auch nichts. Gerade bei Snake, der kann dir ja dann 5 Projektile hintereinander ins Gesicht werfen und dann bist du schneller weg, als du gucken kannst. Ja, so ist es. Aber bis jetzt sehr ausgeglichen.
beide geben sich hier nichts. Keiner, der eindeutig einen Vorteil herausarbeiten kann. Davon mit einem leichten, ganz, ganz leichten Lead, aber das ja, kann sich auch ganz schnell drehen, wie man jetzt gerade sieht. Da ist auch der Stock-Vorteil bei Skeddy, aber die Prozente sind natürlich hoch, da muss er aufpassen. Der Ausgleich kann ganz schnell kommen. Ja, jetzt aber natürlich, für Snake ist immer schön, wenn er Stock-Lead hat, einfach weil er so schön traden kann mit den Granaten. Generell mit seinen Projektilen. Der kann dann einfach so viel im Schild stehen. Oh, und da mit dem Crouch macht sich da klein. Ja, er macht auf jeden Fall hier guten Schaden auf Davon mit seinem Rebrawler. Oh, und der Upsmash. Der hat mit Upsmash gepunished. Sehr gut. 78% aber auch schon. Ja, da muss er aufpassen, dass es nicht gleich schon 1-1 steht. Davon hier wirklich großer Freund der Granate. Ja, ist jetzt ziemlich patient auf jeden Fall. Also gegen... Ist auf jeden Fall mutig gegen Snake, aber er bekommt ja auch gerade keine Prozente. Aber jetzt gerade, das die ganze Zeit auch das C4. Oh. Naja, er muss halt aufpassen. Er hat halt schon ordentlich Schaden gekriegt, 113%. Und Abtilt. Ja, da ist er auch weg. 1-1. Okay, also es war auf jeden Fall ein wichtiges Game hier gerade für Skeddy. Mal gucken, ob Davon bei seinem Mii-Brawler bleibt oder ob er nochmal den Charakter wechselt. Squallin hat halt 2-0 gegen Davon gewonnen, ne? Also gegen den First Seed 2-0 zu gewinnen ist auf jeden Fall schon sehr viel wert in Pools. Eigentlich müsste ich das mal ausrechnen, aber ich das jetzt ausrechnen unbedingt? Ich guck einfach mal rein. Wir gehen hier auf jeden Fall auf Yoshi's Island, wenn ich mich nicht komplett verguckt habe. Und wir bleiben beim Mii-Brawler. Aber eventuell sehen wir hier einen Wechsel von Skeddy. Oh mein Gott, er macht's einfach. Wow. Nach dem Game geht er einfach auf Marv. Und wichtig, weibliche Marv. Ja, also das Ding ist halt, er hat gerade eigentlich gewonnen. Und sein Marv ist so on-off. Also es kann gut sein, kann schlecht sein. Man weiß immer nicht so ganz. Es kommt halt auch immer so ein bisschen auf den Zufall an, ob die Tipper nun treffen oder nicht, ne? Ist das überhaupt weibliche Marv? Nee, das ist männliche Marv, ne? Ich weiß gar nicht, ob es... Ach so, du meinst wegen Lucina? Ja. Nee, also Lucina ist auf meiner Switch zumindest getrennt von Marv. Ich glaube, ich... Echt? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin... Leider kein Smash-Experte. Er sieht nur ein bisschen androgyn aus. Aber bis jetzt auf jeden Fall wieder leichter Vorteil bei Davon. Mhm. Und auch wieder, wie gesagt, also die Tipper müssen halt treffen und das... Oh, killt das schon? Ja. Alter, das ist ein starker Move. Ja, aber der ist nicht so leicht zu hitten, muss ich sagen, weil man muss sehr, sehr dicht in dem Gegner drin stehen. Der Mii-Brawler, einer der wenigen Charaktere, die ich auch schon ein bisschen mehr gespielt habe. Okay. Ja, der Command-Grab... Der Spaß oder Albträume meiner Freunde, muss ich sagen. Oh. Die sind alle so Schildspammer. Da macht das natürlich sehr viel Spaß. Okay, also du kommst damit durch Schilde. Ja. Wirklich, okay. Ja. Aber gut, gut gerade gepunished. Der macht das gerade ziemlich gut, der Davon. Sehr patient. Ja, wartet hier gut ab. Oh mein Gott. Okay, kommt da noch raus, aber auch nicht... nicht unbeschadet und die Nair killt. Und da hat er den 2-Stock-Vorteil. Natürlich prozentetechnisch sehr hoch dabei, aber auch hochgesteckte Rage-Bar. Da muss jetzt auf jeden Fall Skeddy schnell den Kill holen und da ist er auch schon. Aber trotzdem immer noch ein Stock-Vorteil bei Davon. Mal gucken, ob er den Vorteil halten kann. Der Doppel-Command-Grab. Und ja, das ist genau das, was diesen Up-Special so stark macht. Wenn du einmal zu weit oben bist, der killt dich mit 0%. Und genau das ist hier passiert. Davon macht das 2-1 und holt